Und wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie herzlich im Namen von FX Flat. Das Webinar ist für Sie gerichtet. Das bedeutet, Sie können heute Fragen stellen bezüglich Stereo Trader und alles, was damit verbunden ist. Dr. Sommer, so wie Dirk heute im Facebook schon geschrieben hat, steht Ihnen zur Verfügung. Und Sie haben rechts in dem GoToWebinar-Panel unter Chat die Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Und ja, Dr. Dirk Sommer, genau. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass Sie auch im Vorfeld auch schon die Fragen schicken können. Per E-Mail schreiben Sie einfach im Betreff Webinar Stereo Trader Helpdesk, dann können wir das entsprechend auch an Dirk weiterleiten. Okay, dann von meiner Seite aus war es das erstmal. Ich werde den Bildschirm weitergeben. Bin wie immer im Hintergrund und passe auf Dirk auf und wünsche Ihnen viel Spaß. Jo, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite mal wieder zu allerbestem Wetter am Abend. Das ist irgendwie echt mies, wie wir die Termine hier mal hinbekommen, aber ich glaube, bis jetzt war es echt jedes Mal so, wenn wir das hier gemacht haben, dass draußen irgendwie Sonnenschein war und wir irgendwie drin gesessen haben und irgendwelche Probleme hier gewälzt haben. Müssen Also, mehr Termine oder? vereinbaren, dann wird es Ja, schöner in also, Deutschland. du hast das Wetter nicht im Griff. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ich arbeite dran. Da müssen wir unbedingt mal was tun. Genau, also hier nochmal zum Helpdesk. Das heißt, ihr könnt hier einfach Fragen einwerfen. Ich versuche das so gut es geht zu beantworten. Und wie immer bin ich hier in der mitten in der Entwicklungsversion unterwegs. Sage ich ja jedes Mal. Es kann halt immer mal sein, dass hier echt mal was daneben geht. Bis jetzt ging es immer gut. Aber jetzt ist wirklich halt hier gerade so die ganz große Umbauversion. Und von daher, man möge es mir nachsehen, wenn ich hier zwischendurch mal halt irgendwie aussteige, beziehungsweise halt der MetaTrader hier oder der StereoTrader mal aussteigt, weil das halt immer die nächste Version ist, die kommt. Man sieht es auch hier am Bildschirm, hier steht drunter Debug. Das heißt, das steht bei euch natürlich nicht oder beziehungsweise generell natürlich in keiner finalen Version, die rausgeht. Und das hier ist jetzt gerade tatsächlich eine Umbauversion und die hat auch so ihre lustigen Tücken. Also von daher kann passieren, kann auch sein, dass ich das ein oder andere vielleicht deswegen auch nicht demonstrieren kann. Das nur schon mal vorweg. Der Nelson hat es ja vorhin schon gesagt, man kann Fragen auch im Vorfeld stellen. Und Nelson, wenn du die nochmal griffbereit hättest, weil ich müsste ansonsten jetzt hier meinen E-Mail-Account aufmachen und vielleicht kannst du die nochmal irgendwie reingeben, die Fragen. Das waren vier Stück, ich habe die vorhin überflogen, habe es jetzt aber nicht auswendig gelernt. Lass mich nochmal schauen. Okay, also wie gesagt, in der Zeit können Sie natürlich auch gerne schon mal Fragen in den Chat reinschreiben. Ansonsten machen wir jetzt erstmal die E-Mails, die reingekommen sind. Eine Frage lese ich jetzt mal vor. Ich würde gerne wissen, wo der Unterschied im Stereo Future Mode bei Bestätigung von Teilverkäufen liegt, wenn man den Button Verketten von Limits wählt oder eben nicht. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich rein gar nichts zu tun. Also Limits verketten. Ich gehe mal hier auf das Setup, um die Frage mal aufzugreifen, damit man überhaupt weiß, wovon man redet. Wir haben ja hier bei Kurs und Strip, dort gibt es ja die Option Limits verketten. Und das heißt einfach nur, wenn man halt hier jetzt als Beispiel eine Limit halt hinsetzt und ich mache dann zum Beispiel mit der Control-Taste hier so ein Grid. So, und dann sind die sind dann verkettet. Ja, das heißt also, wenn der hier runterläuft, schiebt er das ganze Package dann vor sich her. Hatten wir letztens auch, glaube ich, ganz gut gesehen beim NFP Live-Trading-Webinar. Dort hatten wir ja den Effekt, weil das mit der strategischen Order ja genauso funktioniert. Dann schiebt der, wir sind jetzt hier im DAO, wenn der jetzt runterkommt und die erste Order irgendwie anpackt und dann weiter runterläuft, würde er das ganze Paket vor sich her schicken. Das hat jetzt mit Teilverkäufen eigentlich nichts zu tun. Es sei denn, man nutzt natürlich jetzt so ein Grid für einen Teilverkauf. Also mal angenommen, ich bin halt jetzt hier short. Ja, also nur um das mal eben zu zeigen, ergibt jetzt hier keinen Sinn. Ich würde jetzt hier nicht shorten. Ist auch ein Demokonto, tut jetzt nicht weh.
Und würde man das jetzt nutzen, um die Short-Position aufzulösen, kann man natürlich auch machen, ja, wenn man ja nicht weiß, wo das ganze Ding dreht. Und würde einfach nur dazu führen, dass die Short-Position hier verteilt im Idealfall im Durchschnitt an einem besseren Punkt aufgelöst wird. Also wenn das die Frage war und ich die richtig verstanden habe, aber alles andere ergibt für mich in der Frage auch nicht wirklich Sinn. Und das heißt, das kann ich jetzt hier leider nicht demonstrieren, aber ich kann ja den Kurs jetzt nicht darunter schicken. Vielleicht umgekehrt würde man Schuh draus werden. Kann man gucken. Vielleicht kriegen wir das ja. Wenn man jetzt zum Beispiel dann halt sagt, okay, hier ist eine Limit, an der würde ich verkaufen und das wären die anderen, an denen ich verkaufen würde. Vielleicht sieht man das, wenn der DAO jetzt mal hier irgendwie einen Spritzer hoch macht und dann würden die halt einfach verteilt, würde das Ganze aufgelöst werden. Ich weiß nicht, ob derjenige oder diejenige da ist, hier jetzt auch mit dabei, der oder die die Frage gestellt hat. Ansonsten einfach nochmal hier kurz intervenieren oder beziehungsweise vielleicht nochmal die Frage nochmal anders stellen. Okay, next. Wenn Trailing Stop erst nach dem Entry aktiviert wird, in Klammern mit PLH, welche Zeitebene wird dann verwendet? Wenn ich einen Trailing Stop aktiviere, wie zum Beispiel hier, mal angenommen, ich sage jetzt hier, gehen wir auf 15 Minuten, nur mal als Beispiel und sage, mein Trailing Stop ist PLH Peak, 15 Minuten mit einem Abstand von einem Punkt. Sobald, also man sieht ja hier steht jetzt erstmal M15. Das spielt aber keine Rolle, was da steht, wenn es nicht aktiviert ist. Da steht nämlich jetzt immer noch M15. Es wird immer der Timeframe verwendet, in welchem ich das Ganze aktiviert habe. Das heißt, sobald ich hier draufklicke, das war natürlich jetzt gerade sehr clever, ich hätte vielleicht den Trading Beginn mal ein Stück hochlegen sollen. So, nochmal. So, also hier würde ja mein Trail erst starten. Und sobald ich draufklicke und den aktiviere, und dann, wenn ich dann die Maus drauf bewege, sieht man es auch, steht hier Trading Stop M15. Wenn ich jetzt umschalte, auch M15. Also immer dort, wo ich die letzte Änderung vorgenommen habe von dem Trading Stop oder dort, wo ich ihn aktiviert habe. Ja, dann immer der Timeframe wird verwendet. Weil es kann ja genauso gut sein, wenn ich jetzt sage, na, nee, ich gehe lieber auf M30, pack den hier oben hin. So, und dann sieht man hier, dann schaltet er das um auf M30, weil ich da jetzt die letzte Änderung vorgenommen habe für den Trading Stop. Ja, und den merkt das ich halt auch logischerweise. Das heißt, ich kann zwischendurch umschalten, wie ich will, das spielt alles gar keine Rolle, kann den Timeframe wechseln. Und es ist immer der ausgewählt, in dem ich das Ganze aktiviert habe oder die letzte Änderung für den Trading Stop vorgenommen habe. Änderung bedeutet, ich wähle eine andere Trading-Methode, ich wähle einen anderen Trading-Beginn oder einen anderen Trading-Abstand oder aktiviere oder deaktiviere eins von den beiden Knöpfen hier. Ja, aber man kann es immer einfach dadurch überprüfen, indem man einfach hier die Maus drüber bewegt. Oder eben hier. Steht immer genau dran, welcher Timeframe tatsächlich aktiv ist. Okay, dann nächste Frage. Kann man den Take Profit auch mit der Pullback-Funktion nutzen? Ja, sicher. Also das ist, man muss da mal so ein bisschen von dem generellen Metatrader-Denken wegkommen. Weil ein Take-Profit, ja, wenn ich den jetzt hier als Beispiel setze, so, dann das heißt, Take Profit, ja, und ist auch eine Order-Art, die ja so im MetaTrader existiert. Und da muss man einfach mal fragen, was ist ein Take Profit? Ein Take Profit ist nichts anderes als eine Short-Order. Ja, das heißt, das ist eine Verkaufsorder. Und diese ergibt meinen Profit, wenn ich da oben an der Stelle meine komplette Position verkaufe, ergibt das hier meinen Profit. So, und MetaTrader ist es eben so, da heißt das Ding auch Take Profit, aber im Future-Handel zum Beispiel würde die jetzt nicht Take Profit heißen, sondern dort wäre es halt im Endeffekt nur eine Short Order. Und das heißt, ich kann natürlich auch genauso gut hingehen und sagen, bin jetzt hier mit 5 Kontrakten, bin ich jetzt hier aktuell long. Und wenn ich dann sage, nee, ich gehe aber lieber dann halt hier mit einer Order raus. Dann kann ich da oben genauso gut eine Verkaufsorder hinlegen mit 5 Kontrakten und habe damit dann logischerweise genau das gleiche Ergebnis. Ja, also, und die hat natürlich dann auch ein Limit Pullback. Und genauso kann ich dann auch zum Beispiel das Ganze halt in Teilen auflösen. Ich kann genauso gut dann halt hier
als Beispiel sagen, okay, hier gehe ich mit 3 Kontrakten raus und da oben gehe ich nochmal mit 2. Dann ist das Ding auch aufgelöst. Und beide haben ihr eigenes Limit Pullback. Ja, und so gesehen, klar, also nur die reine, der direkte Take Profit, der nicht. Ja, also das ist, das kann man, darauf kann man jetzt nicht direkt einen Trail, also einen Pullback legen. Ergibt auch gar keinen Sinn, ja, weil das wäre alles ja, doppelt und dreifach. Also ich, einmal kann ich es hier mit den Orders machen, mit den Gegenorders, wie man es ja halt hier sieht. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante nennt sich halt auch einfach nur Trail. Also ich kann ja genauso gut hier sagen, straight. So, machen wir die mal weg. Und so, und dann ist das mein Take Profit und mein Pullback ist 1. Ergibt genau das Gleiche. Ja, läuft hier oben hin und dann halt mit einem Abstand von 1 hinterher getrailt. Das wäre genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt halt die Take Profit mit einem Pullback versehen würde. Und deswegen, man hat ja hier echt sowieso schon 2 Möglichkeiten, das so zu machen. Und deswegen ergibt es keinen Sinn, da noch irgendwie an der eigentlichen Take Profit da auch nochmal irgendwie Hand anzulegen. Aber Verstanden soweit? Das funktioniert ja dann nur, wenn Future-Modus an ist, ne? Korrekt? Nö, ich kann ja generell, ich meine, den Trading-Stop kann ich ja überall aktivieren. Ich meine, also, mit dem als Take-Profit praktisch eine neue Pullback-Order nehmen. Genau, also um die dann Teilen aufzulösen, richtig, dafür muss man dann tatsächlich den Stereo-Future-Mode aktivieren. Und weil mit Einzelorders geht es nicht, außer man nimmt den Modus hier bei Trading, da gibt es ja noch diesen Single-Net, ja, mit dem würde es auch gehen, mit Einzelorders, Single-Net heißt ja auch Einzelorders, aber halt eben mit Verrechnung. Das würde dann auch noch funktionieren. Aber halt idealerweise in Stereo Future Mode kann ich sowieso eigentlich auch nur jedem empfehlen, sich so langsam daran zu gewöhnen, wer immer noch auf Einzelorders unterwegs ist. Das Thema Einzelorders wird früher oder später durch sein. Also davon kann man eigentlich, damit kann man eigentlich ziemlich ja, klar rechnen, weil die Entwicklung Richtung MetaTrader 5, der kann zwar momentan Hedging, aber sobald der natürlich nachher im echten Markt dann halt läuft, also sobald man dort als Beispiel Futures dann auch damit handelt, dann wird es kein Hedging mehr geben. Also auch kein, und damit auch keine Einzelorders mehr. Das ist alles dann, wird alles der Vergangenheit dann irgendwann angehören. Aber das nur am Rande. Eine Zeit lang wird es natürlich noch funktionieren, aber das wird sicherlich irgendwann auch abgeschaltet werden. Okay, dann nächste Frage. Was machst du, wenn deine Limit-Order nicht geholt wird? Wann, wie versuchst du ein Re-Entry? Das ist jetzt weniger eine technische Frage, ne? Also jetzt hier in Bezug auf den Stereo-Trader weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich hier hingehört, die Frage. Ich meine, das ist ja sehr pauschal. Also grundsätzlich gilt ja mal, trotzdem kann ich mal was dazu sagen, wie ich damit umgehen würde. Grundsätzlich ist ja nun mal so, ist ja nun mal so, hey, Gewinn gemacht. Warum eigentlich? Was ist denn da gerade passiert? Ich habe gar nicht aufgepasst. Grundsätzlich ist es ja nun mal so, wenn ich irgendwo eine Limit-Order habe, ja, und dann rechne ich ja mit, dass der Kurs dahin kommt. Wenn der Kurs aber nicht dahin kommt, dann stimmt dir mit meinem Setup eigentlich schon was nicht. Und entweder fällt das in die allgemeine Toleranzzone von seinem Trading-Stil oder halt nicht, ja. Und deswegen kann man das überhaupt gar nicht pauschal beantworten. Aber grundsätzlich will ich sagen, wenn mein Limit nicht abgeholt wurde, dann bin ich erstmal skeptisch, frage mich erstmal, warum nicht? Habe ich da was übersehen? Das wäre eigentlich meine allererste Frage. Statt da halt irgendwie dann direkt dann halt reinzugehen und dann irgendwie mich schlechter ausführen zu lassen und nachher läuft er dann halt irgendwie durch, weil ich halt irgendwas übersehen habe. Also kann man echt nicht pauschal beantworten, so eine Frage. Und davon mal ab, ich meine, ich mache ja auch nicht alles richtig, ja. Also von daher, das muss halt einfach zum persönlichen Handelsstil halt passen. Und dann kann man sich die Frage, glaube ich, auch selber beantworten. Aber pauschal geht es auf gar keinen Fall. Also wenn derjenige da ist, halt auch hier, wenn sich das halt irgendwie auf was anderes bezog, einfach nochmal hier reinschreiben. Also dann kann ich da nochmal näher drauf eingehen. Was ich aber grundsätzlich empfehlen würde, wenn man ja halt so genau arbeitet, wie ich das ja auch eben gerne mache und was mit dem Stereo Trader auch möglich ist, ich würde auf jeden Fall die Funktion hier MIT visuelle Ausführung verwenden, weil die hat ja halt einfach nur mal den Vorteil, um das nochmal kurz zu erklären, visuelle Ausführung bedeutet, ich werde immer am Bit ausgeführt.
Ja, und wenn jetzt zum Beispiel halt mal kurz der Spread halt irgendwie auseinander geht, muss ich die Skalierung einschalten, wenn der Spread mal irgendwie kurz auseinander geht und dann muss ich mir nicht irgendwie gedanklich noch irgendwas draufrechnen zu meiner Order. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ja, zum Beispiel da ist jetzt, ich will hier unten long gehen, nur mal als Beispiel hier an diesem Peak, ja, da wo die Kerze da gerade unten, hier ist das Low von der Kerze. Und wenn ich das machen will, dann muss ich ja ohne die visuelle Ausführung immer noch mal den Spread da drauf rechnen. Das heißt, ich muss die ja dann so dann ein bisschen höher ziehen und dann muss ich schon irgendwie genauer gucken. Und das kann man sich alles sparen, wenn man den visuellen Modus einschaltet. Und dann ist nämlich eben hier der Fall. Und sobald halt der Ask hier hinkommt, ja, sieht man vielleicht auch gleich. So, zack, der Ask war da. Gut, jetzt der Bit auch durch die etwas stärkere Bewegung, aber generell reicht es dann, wenn Entschuldigung, der Bit war da und das reicht dann eben auch, ja. Das heißt, der muss nicht der Ask auch noch drunter, sondern so kann ich halt eben ganz akkurat dann halt auch arbeiten. Und aber das nur am Rande und das hat definitiv eine sinnvolle Funktion. Wie man auch sieht hier war das tatsächlich möglicherweise gerade der Fall, kann man gerade mal messen. Hier war es 895,5. So, hätte das gereicht. Mit einem Punkt, wo wir gefüllt worden sind. Ja, gerade so. Ja, gut, das war jetzt aber hier, wie gesagt, weil die Bewegung gerade ein bisschen schneller war. Aber das sind manchmal genau solche Sachen. Da wird man dann nicht abgeholt wegen ein oder zwei Punkten. Und um das zu vermeiden, das vielleicht halt eben als etwas anders gelagerte Antwort darauf, sollte man wirklich die Funktion hier verwenden, die visuelle Ausführung, weil man dann eben auch sehr genau arbeiten kann. So, kleiner netter Skype. Beziehungsweise hier, den können wir zum Beispiel auch mal trailen, um das auch mal kurz zu zeigen, wenn das noch keiner gesehen hat, wie sowas funktioniert. So. Und schon wieder Geld verdient. Der Wahnsinn heute. Okay. Gut, den Chat siehst du aber auch, ne? Müsste für dich sichtbar sein. Ich glaube, die letzte Ja. Frage, die reingekommen ist, bezieht sich auf deine Ausführungen eben zu dem Future-Modus. Genau, das hat jetzt jemand gefragt. Richtig, kann ich dann in Zukunft nicht gleichzeitig Long und Short sein? Vermutlich nicht mehr, ne? Also das ist ja generell nur möglich mit Derivaten, die ja voneinander halt losgekoppelt sind. Also zum Beispiel, wenn ich den Future handle, egal jetzt, sei es vom DAX, vom Dow, Gold oder was auch immer, und dann kann ich auf einem Konto nie gleichzeitig Long und Short sein. Funktioniert nicht. Und da wird die Reise früher oder später halt eben mit dem MetaTrader wahrscheinlich auch hingehen, ja. Also man hat es ja schon gesehen, der MetaTrader 5, den gibt es ja schon eigentlich schon ein paar Jahre. Und dort war es ja dann zum Beispiel am Anfang so, dass man nicht hedgen konnte. Das kam ja erst nachher wieder dazu, aber auch nur, weil MetaQuotes ja hingegangen ist und gesagt hat, ja gut, dann machen wir das noch und setzen halt den MetaTrader 5 nicht nur für den nicht nur für den echten Markt ein, sondern eben halt auch noch für den OTC-Markt. Und deswegen, weil ja dort weil die Orders ja dort nie an der Börse landen, sondern nur over the counter gehandelt werden. Und deswegen ist dann Hedging nochmal dazugekommen. Aber sobald dieses OTC-Geschäft halt irgendwann, ich weiß nicht, ob es eingestellt wird, ja, aber ich meine, es gibt ja immer mehr Regularien, das merkt man ja halt eben auch weltweit, was da passiert. Ist die Chance schon nicht so klein, dass das irgendwann vom Tisch ist. Dann gibt es halt dann einfach ein paar andere Futures und so weiter, die dann halt vielleicht ein bisschen kleiner sind. Es gibt auch schon zum Beispiel den Mini-FDAX, den gibt es ja auch. Dow Jones ist ohnehin relativ leicht handelbar, also mit 5 Euro pro Punkt. Das ist ja eh schon ein CFD-Segment eigentlich von der Dimension. Und da wird halt mehr hingehen, vermutlich. Und damit muss man einfach rechnen, dass das halt irgendwann dann halt auch mal so sein wird, dass wir dort halt vermehrt landen und vom CFD möglicherweise dann auch in ein paar Jahren ganz weg sind. Kann sein. Also in manchen Ländern ist es ja schon so. Belgien ist es ja zum Beispiel komplett aus dem Markt raus. Amerika gibt es gar nicht. Andere Länder sind in der Diskussion und das ist nicht auszuschließen. Aber generell der MetaTrader 5 ist eigentlich eine Non-Hedging-Plattform und eben nur in der Erweiterung dann hier für Forex und so weiter ist es halt eben dann auf Hedging eben auch ausgelegt worden. Aber das ist alles nichts Schlimmes, es tut nicht weh. Gibt ja immer Möglichkeiten, da drum herum zu schiffen. Man kann ja auch zum Beispiel mehrere Konten machen und das dann halt eben damit umsetzen. Und wer weiß, was ich mir halt auch schon mal überlegt habe, da das ja wirklich eine Funktion ist, die viele nutzen,
wird es möglicherweise auch so sein, dass der Stereo Trader es dann doch irgendwann kann, ja. Und halt eben dann mit, weil letzten Endes wissen wir ja alle, Long und Short gleichzeitig im einen Instrument ist ja mathematisch, gleicht sich das ja aus. Es ist aber halt ganz klar für einen Handelsstil. Also ich habe ja zum Beispiel hier bei Gold habe ich das ja genauso gesagt. Also hier sind ja wahrscheinlich auch einige aus der Stereo Trader Gruppe dabei. Dort sind wir zum Beispiel halt Gold Long gegangen. Ich glaube bei 1270, 72 um den Dreh rum. Und da habe ich halt auch gesagt, bei 1304 werde ich den Long nicht auflösen, aber einen Short eröffnen in gleicher Dimension. Und also mich damit ja auch hedgen. Der Hintergrund ist ja einfach. Ergibt natürlich rechnerisch keinen Sinn, keine Frage. Aber ich muss zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass ich halt eine Korrektur bekomme, die dann halt eben, weiß ich nicht, 100 Punkte oder wie viel auch immer läuft, da muss ich ja nicht unbedingt meinen Long dafür zumachen. Also, sondern es ist rein von der Übersicht her, ist es natürlich wesentlich eleganter, wenn ich dann halt gleichzeitig eine Short-Position habe und habe meinen Long völlig unangetastet, weil mein Break-Even ja einfach immer wieder der gleiche ist. Dann kann ich so natürlich eine Korrektur aussitzen, erstmal, ohne dass das irgendwas kostet oder ohne dass das halt meine eigentliche Position in irgendeiner Form beeinflusst. Und das ist ja nur eine Frage des Handelsstils. Und deswegen ist es schon gut möglich, also ich habe da schon darüber auch schon mal nachgedacht, es wäre auch machbar, rein technisch, auch wenn auch ein bisschen aufwendig, aber kann schon sein, dass das eine Funktion ist, die im Stereo Trader dann kommt. Also egal, was da jetzt halt irgendwie die Zukunft mit sich bringt, also das könnte ich mir schon vorstellen. Das heißt, dass man auch weiterhin Short und Long gleichzeitig sein kann, dass es eben intern dann halt verrechnet wird und so dargestellt wird, als wären es tatsächlich zwei Positionen. Kann sein. Okay, da kann man die Sessions-Statistik von mehreren Tagen einsehen oder nur von dem jeweiligen Tag? Derzeit tatsächlich nur von dem aktuellen Tag. Das ist aber in der Mache und soll jetzt auch kommen. Ich habe das schon länger auch auf der Agenda, dass das mal eingebaut wird, dass die Session-Statistik, also hier diese Geschichte, ist ja vermutlich gemeint, dass die eben dauerhaft gespeichert bleibt und wenn man dann halt nochmal den MetaTrader bzw. den StereoTrader startet, dass halt eben das halt dann auch wieder geladen wird. Ja, das wird kommen. Ja, also momentan ist es tatsächlich so, wenn ich den StereoTrader beende, ist die Statistik hier erstmal weg und wird aber sicherlich in Zukunft irgendwann anders sein, weil mich das selber auch stört. Und auch einige haben das schon angeregt und ist auch völlig nachvollziehbar. Macht absolut Sinn. Ja, und es wird auch noch ein bisschen schöner werden, dass man hier auch noch eine Grafik hat und so weiter. Und dass da eben nicht nur Zahlen sind. Also das kommt dann, schätze ich mal, irgendwie Anfang nächsten Jahres oder vielleicht auch dieses Jahr noch. Kommt darauf an, wie weit oder wie schnell es jetzt vorwärts geht mit der MetaTrader 5-Version, weil das ist ja die aktuelle Großbaustelle. Und sobald die durch ist, und dann kann ich mich genau solchen Sachen auch wieder annehmen. Okay. Dann fragt nochmal der Ralf, ist es möglich, einen Indikator zu generieren, der verschiedene Sektoren abdeckt? Also gemeint sind verschiedene Sparten, zum Beispiel Chemie, Autos, Banken, Versicherer. Einen Indikator würde nicht funktionieren, weil es ist halt nun mal so, dass ich halt im Indikator, also Indikatoren sind ja generell die am meisten beschränkt also von der Funktionalität schon im MetaTrader. Dort habe ich immer nur Zugriff auf den aktuellen Timeframe. Da geht ja der StereoTrader schon einen Schritt weiter und erlaubt auch den Zugriff auf andere Timeframes. Der MetaTrader von sich aus macht es nicht. Aber auf andere Instrumente im MetaTrader 4 auf gar keinen Fall würde es nicht funktionieren. Im Indikator, im MetaTrader 5, muss ich tatsächlich mal hinten anstellen, die Frage. Also ich will es nicht ausschließen, wäre aber dann eigentlich eher ein eigener Expert, den man dafür aufsetzen müsste. Also das heißt, also nicht ein Indikator, sondern dann halt unabhängig vom StereoTrader. Das ist ja dann letzten Endes ein Marktscanner in der Richtung. Und das wäre mit dem Indikator nicht zu machen. Das braucht dann schon einen Expert. Advisor. So,
Gibt es ein Stereotrader-Handbuch in Deutsch? Ich glaube, die Frage hat der, sag mal, das ist schon wieder der Ralf, die hat er, glaube ich, jedes Mal gestellt. Ich kann sie nur jedes Mal beantworten mit Ja kommt. Gibt es aber aktuell tatsächlich noch nicht. Aber kommt ganz sicher, sobald wir hier wirklich einen Status haben, auch mit dem MetaTrader 5, wo man sagen kann, so, das ist es jetzt. Weil ansonsten müsste man das Handbuch wirklich momentan so gefühlt jede Woche nochmal irgendwie ändern. Aber kommt, ja. So, was kann ich tun? Nächste Frage. Wenn die Moneylines nicht mehr angezeigt werden. Neuinstallierung funktioniert auch nicht. Danke. Die Moneylines. Ja. Mal gucken, ob das jetzt hier jetzt auf Anhieb funktioniert. Auch nichts, ne? Das liegt einfach daran, also die Moneylines, die bedienen sich ja der Historie. Und die braucht eine gewisse, der Zeitpunkt, andersrum, bis zu dem die Historie zurückreicht, der muss natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss es überhaupt funktionieren. Ansonsten können die Moneylines überhaupt nicht gebildet werden. Und das heißt, natürlich nutzt da auch Neuinstallationen vom Stereotrader nichts, weil das ist kein Fehler vom Stereotrader. Sondern einfach, das sind die Daten dann halt einfach an der Stelle nicht verfügbar. Dann sind die nicht da. Und das ist halt das eine. Hier zum Beispiel könnte es auch gar keine geben im Dow Jones, weil der war ja hier noch nie bei 22.900. Wo soll da eine Moneyline herkommen? Und das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal ein Stück zurückgehe, ich weiß es aber auch nicht, wie viel, ich mache die Skalierung hier mal aus, wie viele Daten ich jetzt hier überhaupt zur Verfügung habe, doch da unten, ja. Da sind zum Beispiel Moneylines, weil die halt eine gewisse, die entstehen ja in Seitwärtsphasen eigentlich und dort werden die entsprechend gewichtet. Und logischerweise habe ich hier oben keine, weil man sieht ja, der läuft hier zum ersten Mal durch und da kann der nichts gewichten und irgendwie auch ermitteln und auch entsprechend nichts darstellen. Das ist also kein Fehler, sondern es hat schon seine Richtigkeit. Ja, also hier ist jetzt die erste bei 22.394, vorher gibt es halt gar keine. Und liegt da jetzt in dem Fall noch nicht mal dran, dass da zu wenig Daten vorhanden sind, sondern einfach nur, dass die noch rein vom Algorithmus gar nicht gebildet werden können. Beantwortet soweit? Ja, ne? Ja, eine Okay. Teilnehmerin hat auch schon geantwortet. Okay. Das war die Nina, genau. Ja, ist immer schön, wenn hier auch Frauen dabei sind. Finde ich immer gut. Ist nicht so männerlastig immer alles ist. Noch eine Funktion übrigens, die ich letztes Mal völlig vergessen habe zu erwähnen, die auch die neu dazugekommen ist, also in der Version, die aktuell online ist, vielleicht ganz wichtig auch. Es gibt einen Panikknopf im Stereotrader. Der ist so ein bisschen versteckt, ja, aber man kann mit einem Klick kann man von allen Instanzen vom Stereotrader, als Beispiel, ich habe 10 Charts auf, ja, habe in 10 Charts irgendeinen Trade am Laufen und man kann gleichzeitig mit einem Knopfdruck alles schließen. Also sozusagen als Panik, ja. Und das heißt, wenn ich hier zum Beispiel bei Reset, ja, wenn ich da normalerweise normal ja, wenn ich da normal draufklicke, dann geht ja einfach nur hier alles dicht, also beziehungsweise alle Automatiken werden abgeschaltet, alle Orders werden gelöscht. Auto-Trading wird ausgeschaltet, das passiert auf Reset. Wenn ich das Ganze mit Control mache, sieht man hier schon, dann wechselt der zu Panic. Ja? Und Panic heißt, diese Instanz vom Stereotrader schickt gleichzeitig eine Meldung an alle anderen Instanzen und sagt, ey, hier hat jemand Panik gedrückt und da wird alles in allen Charts glattgestellt. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen. Braucht man ja schon mal, wenn man sagt so, was weiß ich, wenn auch mal ein Trade irgendwie nicht gut gelaufen ist, obwohl das passiert uns ja allen ja nicht, sondern wenn man halt irgendwie, wenn die 1000% am Tag voll sind, sagst du, hier will ich raus, dann kann ich auf Panic klicken und dann bin ich komplett überall flat und muss dann nicht mehr irgendwie die einzelnen Charts durchklicken. Und da wird sowieso auch noch in Zukunft was dazukommen zum Stereotrader, aber da verrate ich jetzt noch nicht so viel. Es wird noch einen zweiten ja, sozusagen eine Service-App halt dazukommen, mit der man Trades eben halt auch außerhalb vom Stereotrader verwalten kann. Aber das ist alles ein bisschen Zukunftsmusik, aber da wird noch ein bisschen was kommen.
Nina schreibt gerade von Frau zur Panik, tolle Überleitung. Das war natürlich jetzt so nicht gemeint, liebe Nina. Aber es ist mir nur, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und Tö, das war jetzt ein schöner Fettnapf an der Stelle. Von Frau zur Panik. Nein, aber ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Passt schon. Aber vielleicht setzt dabei bei dem einen oder anderen ja auch die Panik ein, bei dem Begriff. Ich weiß es nicht. Okay. Sonst sehe ich hier gerade tatsächlich, ah ne, da kommt noch ein bisschen was. Wie bekomme ich? ne, da oben ist noch. Hallo Dirk, welche Ja. Auswirkungen hat die Aktivitätsüberwachung im Stereo Trader Setup? Aktuell nicht viel. Also kann man momentan eigentlich ignorieren. Also da wird zwar überwacht, ja, also generell geht es darum, halt mehrere Instanzen voneinander halt unabhängig zu schalten, wenn die nicht im gleichen Terminal laufen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Damit ist gemeint, wenn ich zum Beispiel den Stereo Trader auf einem VPS laufen habe, ja, also irgendwo, was weiß ich, auf dem Server, der dann halt in London steht und habe hier gleichzeitig zu Hause dann halt eben auch noch einen Stereo Trader auf und beide haben zum Beispiel unterschiedlichen Stop-Loss oder Trading-Stop, dann kommen die sich ins Gehege. Und die Aktivitätsüberwachung, also das ist die Geschichte hier, die ist eben dazu da, das festzustellen. Das tut sie auch. Sie interveniert aber momentan nicht. Ja, also das heißt, momentan hat die tatsächlich keine großartige Auswirkung, außer dass es halt eben registriert wird, dass da was passiert ist. Das heißt, wir können im Nachhinein, wenn da irgendwo ein Fehler passiert ist, anhand der halt zumindest rausfinden, warum zum Beispiel eine Position geschlossen wurde. Das sind ja halt auch mal Sachen, die werden ja, die passieren ja schon mal, dass man irgendwie eine Position wird geschlossen, man weiß gar nicht wieso. Und das würde zum Beispiel dann hierdurch aufgedeckt werden, weil nämlich dann halt erkennbar wäre, dass halt eben dann an mehreren Stellen halt ein unterschiedlicher Stop-Loss halt zum Beispiel drin war. Und das ist so ein Grund, warum eine Position geschlossen werden könnte, obwohl man es gar nicht wollte. Ich habe das übrigens auch fertig gekriegt im letzten NFP-Trading. Vielleicht war der eine oder andere dabei. Da hatte ich nämlich eine Position aufgemacht. Ich weiß nicht, Long oder Short. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Instrument. Das war ganz am Schluss. Und habe dann noch gesagt, so, hä, warum ist die jetzt zu? Verstehe ich nicht. Und habe die direkt nochmal aufgemacht. Und dann habe ich nach dem Webinar, habe ich dann halt festgestellt, dass ich tatsächlich auch genau diesen Fehler gemacht habe, nämlich, dass ich halt tatsächlich zweimal die gleiche Strategie auf hatte. Einmal auf dem VPS und einmal auf dem lokalen Rechner. Und der hat dann letzten Endes die Geschichte dann geschlossen. Das war der Grund. Also solche Sachen halt einfach, sind halt dann auch kein Bug im Stereo Trader, sondern halt nachvollziehbar. Und das wird eben hier durch zumindest festgehalten, ja, dass man im Nachhinein noch feststellen kann, woher es denn kam. Wird aber in Zukunft eben auch so sein, dass die auch interveniert und dann entsprechend dann halt zum Beispiel eine Warnung ausspricht und dann eine Plattform oder eine Instanz vom Stereo Trader dann auch eben noch abschaltet. Weil es kann nämlich passieren, wenn man zum Beispiel jetzt zu Hause, mal angenommen, ich habe jetzt hier irgendwie, ich mache jetzt hier einen Trade im DAO auf und habe dann noch einen VPS und habe dort auch einen Trade und lass die beide laufen und beide haben unterschiedlichen Trading Stop. Und dann werden die im Millisekundenabstand, werden die quasi eine Meldung an den Server schicken, ja, also an den FX Flat Server dann in dem Fall. Und beide wollen jeweils immer einen anderen Stop Loss haben. Und das, wie gesagt, im Millisekundenabstand. Dadurch würde der Server bei FX Flat auch überlastet werden und dann würde der Broker auch irgendwann sagen, so, hier ist Schluss, wir schalten hier das Ding ab und das sollte natürlich nicht passieren, ja, weil ja permanent da halt Traffic reinkommt und das eben alles andere blockiert. Das nur mal am Rande. Und das dient eben alles halt so ein bisschen zum Schutz von der ganzen Geschichte. So. Da ist noch eine Frage zu dem Panic-Knopf gekommen. Fast aber nicht die Position, die vom M. Also generell doch. Also ich meine, wenn keine Strategiename eingeschaltet ist, dann umfasst es auch die, die nicht vom Stereo Trader reingekommen sind. So, bei ansonsten ist es halt nur mal, ist es ja nur so, ja, der schickt nur diese Panikmeldung an alle anderen Chartfenster, wenn man so möchte, wo ein Stereo Trader halt drin ist. Nur dorthin schickt er die Meldung. Und wenn dann natürlich, wenn man halt von irgendwas
noch eine Position auf hat, wo es kein Chartfenster mit einem Stereo Trader dazu gibt, dann nicht. Das ist richtig, ja. Da könnte man halt mal drüber nachdenken, ob man es nicht generalisiert, weil es wäre jetzt kein großes Problem, da halt einfach alles zu schließen, ja. Und ob das dann so gewünscht ist, ist nochmal die andere Frage, ne? Also kann man aber mal drüber nachdenken, das sowas vielleicht als Option einzubauen. Wäre wesentlich, also technisch wesentlich unaufwendiger, einfach alles dicht zu machen. Würde auch gehen. Ist aber in der Tat momentan nicht so, sondern wie gesagt, betrifft immer nur die Chartfenster, die eben auf sind. Okay. Zwei Was Fragen noch? Sind noch. Ja, zwei Fragen noch. Eine Frage zum Strategietester. Ja, eine Sekunde. So, Strategietester, wo sind die denn? Ist auch von Ralf. Ah, genau. Strategietester funktioniert nicht. Kommt immer die Meldung, Offline-Zeit erreicht, Orders können nicht angenommen werden. Ja, wahrscheinlich am besten die Offline-Zeit deaktivieren. Also ich vermute mal ganz stark, dass die halt aktiviert ist, weil das ist ja eine Meldung, die kommt ja vom Stereo Trader. Und das heißt, also im Strategietester, das ist ja diese Geschichte hier, ja. Also wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn da unten Start, wenn die Handelszeit, wenn das hier aktiviert ist, ja, und dann kommt natürlich immer diese Meldung. Da kann ich klicken, was ich will, da wird er keine Order annehmen, keine Positionen eröffnen und nichts dergleichen. Also kann eigentlich nur daran liegen. Wenn das nicht aktiviert ist, kommt die Meldung auch nicht. Würde ich mal so behaupten. Haben wir noch eine? Da steht da noch DE30 Mini und US30 Mini lassen sich nicht aus der Symbolleiste entfernen. Die Frage geht, glaube ich, besser an den Support von FX Flat. Warum die sich nicht entfernen lassen? Normalerweise ist es so, also gemeint ist ja halt hier mit die Symbolleiste im MetaTrader, gehe ich ja mal von aus. Eigentlich ist es ja so, dass ich jetzt sagen kann, Hide, Delete, also hier bei mir jetzt auf Englisch, auf Deutsch wahrscheinlich dann halt irgendwie entfernen, dass die dann halt rausfliegt. Solange aber irgendein Expert Advisor auf das Symbol zugreift, also das Symbol geladen hat, kann ich das noch nicht entfernen. Und das heißt, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel nicht das Symbol entfernen, weil es ja hier eben auch geladen ist. Also nur mal zum Beispiel. Ich weiß ja jetzt nicht, was in dem MetaTrader hier vom, wer hat das gefragt? Schon wieder weg, habe hier irgendwie keine Übersicht. Von Fragesteller, also was da hier ansonsten noch an Indikatoren beziehungsweise halt an Expert Advisors halt irgendwie noch da ist, wenn da einer drauf zugreift, in welcher Form auch immer, und dann kann das nicht entfernt werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich das gemeint war, sondern wirklich in dem Strategietester vom MetaTrader selbst, dass da irgendeine Funktion nicht geht. Aber da habe ich ja nur, da gibt es ja nichts zu entfernen. Dort kann ich ja einfach nur eigentlich was auswählen. Also das heißt, hier will ich ja nichts entfernen. Hier, das ergibt ja keinen Sinn. Also vielleicht kann der Teilnehmer, wenn er möchte, nochmal die Frage konkretisieren. Oder wie gesagt, gerne auch an uns schreiben, dann können wir da uns das nochmal auch angucken. So, dann die Yvonne. Wie bekomme ich den im falschen Demo-Konto installiert? Wurde zum Teil installiert und hat alle Einstellungen geändert. Stereotrader im falschen Demo-Konto installiert. Also was der Stereotrader macht, also der ändert eigentlich nicht viel an den Einstellungen, sondern das Einzige, was der tatsächlich umstellt, was ein bisschen verwirrend sein kann, ist, dass die Orders nicht angezeigt werden. Also das ist vermutlich ja damit gemeint. Ansonsten ändert er ja nichts. Und wenn man halt den Stereotrader jetzt in einem speziellen Konto als Beispiel nicht drin haben möchte, und das ist eine relativ einfache Möglichkeit, es gibt halt hier die Templates, ja. Und wenn ich zum Beispiel halt, muss ich anders zeigen, hier oben über Datei und dann Open Data Folder oder Datenordner anzeigen. Und dort gibt es ja dann entsprechend einen Ordner, der heißt Templates.
Und dort gibt es eine Datei, die heißt, wo ist sie? Default TPL, die einfach löschen. Und dann taucht der Stereotrader gar nicht mehr auf, wenn man einen neuen Chart aufmacht. Und was der Stereotrader tatsächlich ändert bei der Installation, ist hier oben Tools, Options. Und dort gibt es entsprechend bei Charts Show Trade Levels beziehungsweise Trade Level anzeigen. Das aktiviert das Installationsprogramm, deaktiviert das Installationsprogramm vom Stereotrader. Das einfach nochmal einschalten und dann sind die Trade Levels auch nochmal da. Also das heißt, die Linien, wo dann halt der MetaTrader eben selbst seine Orders anzeigt. Ansonsten passiert da eigentlich nichts, also bei der Installation, dass da großartig was geändert wird, aber das an der Stelle tatsächlich dann schon, ja. Und das kriegt man da wieder los. Man kann übrigens, ist eine versteckte Funktion, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich mache jetzt hier mal, ups, das war die Meldung, ne? So, die haben wir über die wir vorhin gesprochen, Offline-Zeit erreicht. So, wenn ich das hier unten aber ausschalte, machen wir hier mal kleiner. So, wenn ich das aber hier ausschalte, gibt sowieso keinen Sinn, 0 bis 0. So, und dann kann ich hier auch wieder ganz normal eine Order platzieren. Ups, ist aber eng hier. So, was ich zeigen wollte ist, hier sehe ich jetzt ja zum Beispiel, ich mache das mal ein bisschen größer, irgendwie auf 5 Minuten. So, hier sehe ich jetzt nur die Order vom Stereotrader, nicht die Original-Order. Und wenn ich die halt hier einschalte, Show Trade Levels, dann sieht es ja, zeigt er mir gar nicht an, warum auch immer. Es kann sein, dass da die Farben geändert sind, dass die tatsächlich auch noch auf den Hintergrund gematcht sind. Was man aber machen kann, versteckte Funktion, wenn man mit Shift auf Skalierung klickt, sind die auch da. Ja. Und damit kann man die auch ein- ausschalten, die Originale. Ich empfehle aber auf jeden Fall, das ausgeschaltet zu lassen, weil das kommt sich nur ins Gehege, das Ganze. Und das ist sowieso halt ein Zustand, wie das halt hier im originalen MetaTrader ist, die Dinge halt zu handeln. Also auf jeden Fall besser ausschalten. Nur wenn man es für Testzwecke oder was auch immer braucht. Also dafür brauche ich es halt zum Beispiel. Und deswegen ist diese Funktion drin. Steht aber nicht großartig im Handbuch erklärt. Muss ja auch nicht jeder alles wissen. Aber die Funktion gibt es. Okay, haben wir noch irgendwas? Hallo Dirk, bekomme keine Informationen im Stereotrader bei einem Versionswechsel. Doch, es ist nur eben so, dass die letzten Versionen waren jetzt nicht mehr großartig angekündigt, weil da jetzt auch keine signifikanten Änderungen mehr drin waren und vor allen Dingen, weil die halt für meine Begriffe nicht, ja, wie soll ich das sagen, was wollte ich denn jetzt sagen? Also tatsächlich ist es aber so, sobald eine offizielle Release da ist, ja, gibt es auf jeden Fall eine Meldung. Und ansonsten war das halt ein Update. Ich glaube, das sind zwei, drei Sachen sind da irgendwie geändert worden, die auch irgendwie aber auch nur bei zwei, drei Leuten da halt irgendwie ein Thema waren. Und deswegen ist das nicht angekündigt worden. Das ist der ganze Grund. Und die letzte Ankündigung ist tatsächlich schon eine Zeit lang her. Und sobald es wirklich halt offiziell eine neue Version gibt, erscheint es definitiv. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man so großartig etwas verpasst. Und ob jetzt jemand das Release, wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Also ich bin jetzt hier in 814. Das letzte, was draußen ist, müsste 813 sein. Und das macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob es 810 oder 813 ist. Das sind wirklich minimale Geschichten und dann tatsächlich fast eher schon irgendwie individuell wurde da auf Problemchen eingegangen. Order in Bitcoin Spread liegt immer über Maximum. Ja, da muss der Broker was dazu sagen. Oder das Symbol ist falsch hinterlegt. Das kann natürlich auch sein, Ja, wenn ich gar nicht ausliege. standardmäßig ist ja im Stereotrader, glaube ich, maximales Spread 8 eingestellt. Ja. Bitcoin sind, glaube ich, jetzt 15 oder so aktuell. Ja. Da kann man dann entsprechend einfach höher stellen. Wobei man hier, Ja. glaube ich, beachten muss, die Kommastellen noch zu berücksichtigen. Also ich glaube Ja, dann ja. tatsächlich für 20 Punkte, sage ich jetzt mal, müsste man, glaube ich, dann 2000 eingeben, wenn ich mich nicht irre.
Okay, das muss ich mir mal angucken. Also ich habe den Bitcoin hier noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, weil ich auch immer über den Spread immer gestolpert bin. Kann ich hier mal reinziehen. Ja, Spread 150 ist doch schön. ist auch nicht hinterlegtes Symbol, ne? Das heißt, hier könnte man eigentlich dann mal gucken, was da rauskommt. Price durch 100. Mal gucken, ob das eher passt. Nee, das passt noch viel weniger. Point gleich Price wäre es ja dann eigentlich, ne? Und dann haben wir auch Spread von 15, ja. Ja, dann kann man So. dann 15 Das wäre aber nehmen. dann richtig, ne? Also, Genau. das wäre auf jeden Fall die Einstellung. Es wird aber in der Datenbank einfach auch ergänzt werden, dann mit dem nächsten Update. Also hier bei Instrument, Punktdefinition, Point gleich Price. Und dann muss man natürlich, wenn man den halt handelt, muss man dann natürlich den Maximalspread hier entsprechend dann irgendwie auch höher stellen. Ne? Sonst geht es natürlich nicht. So, wenn ich das dann mache, wie jetzt hier auf 20, und dann kann ich das Ding natürlich auch handeln. Ich habe ja gar kein Gefühl für die Positionsgröße. Ich habe den noch nie gehandelt, Bitcoin. Sieht man, ne? Geht direkt in die Hose. Klar, weil der Stop-Loss kleiner als der Spread funktioniert natürlich nicht. Ja, aber so geht es dann eben auch ohne Fehlermeldung. Ja, also nochmal langsam. Bei Instrument, Quatsch, doch bei Instrument, Punktdefinition, Point gleich Price einstellen. Und bei Trading, maximaler Handelsspread auf als Beispiel 20 Punkte. Weil der Spread ist ja 15 Punkte an der Stelle und dann kann ich den auch ganz normal handeln. Das würde aber bedeuten, dass die Spreads von den anderen Produkten auch anders dargestellt werden dann, oder? Nee, das Nee, betrifft dann nur Bitcoin. das Ja, betrifft ja. nur Bitcoin. Ja, okay. Ja. Also auch der maximale Spread, das wirkt sich nur auf Bitcoin dann aus an der Stelle. Glaube ich zumindest mal. Gerade mal gucken. Müsste aber eigentlich so sein, dass der nur. Ja, dass der nur für den Bitcoin dann auch entsprechend abgespeichert wird. Sollte so sein. Gut. Okay. Wann kommt der EA von Dirk? Welcher EA denn? gibt es die Möglichkeit der Orderausführung nur auf komplette Bar? Ich glaube, damit gemeint ist jetzt zu Kerzenschluss, also zum Close. Ja, ist tatsächlich angedacht. Das müsste ich ja schon verraten, was da in Zukunft kommt. Das mache ich jetzt aber nicht. Also da wird auf jeden Fall noch eine neue Orderart kommen. Und das dauert aber noch ein bisschen. Und ansonsten führt ja hier immer, gibt es ja hier immer auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Add-on zu machen. Also was es ja zum Beispiel gibt, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier funktioniert in meiner Bastelversion, aber es gibt ja zum Beispiel bei Tools gibt es doch den Skype-Agent. Gucken, ob ich den hier zum Laufen kriege. Ja, dort kann ich ja zum Beispiel sagen, Action Next Bar, kann ich ja zum Beispiel sagen, kaufen, verkaufen, Gegenposition, schließen, trailen und so weiter und so fort. Das kann ich ja damit machen. Ja, und da kann ich ja zum Beispiel sagen, okay, beim nächsten Balken, also wenn die fertig ist und dann Aktion. Das würde zum Beispiel hier mitgehen. Sollte man aber trotzdem erstmal im Demo-Konto ausprobieren. Dazu gibt es übrigens auch den Source-Code, also den Quellcode, der ist dabei. Da darf man auch selber dran rumschrauben und das nach Belieben abändern. Aber damit ist es zum Beispiel machbar. Und das, wer das nicht hat bei der Installation, vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt diverse Add-ons für den Stereo-Trader, die kostenlos sind und die kann man auch auf der FX-Flat-Homepage runterladen. Und das hier ist das Add-on-Package 1. Und wer programmieren möchte und sich den Quellcode angucken möchte, der findet das in der API. Und die gibt es auch auf der FX Flat Homepage, auch runterladen. Dort ist es auch drin, aber dann eben nochmal ein Quellcode. Ne? Ich habe den Und Link genauso mal kann in man den hier. Chat kopiert. Dann kann man das runterladen. Also hier gibt es dann zum Beispiel solche andere Geschichten wie Reorder, Reverse und so weiter und so fort. Oder ja, ZBE, gut, braucht man nicht, ist später dazugekommen, nachdem es den Skyping-Agent schon gab, ist ja dann halt jetzt dazugekommen, dass man halt hier ja auf diese Art und Weise direkt Break-Even setzen kann. Also das ist das Gleiche eigentlich, ja. Also dieser Knopf hier, ob ich jetzt da drauf drücke oder da, kommt das Gleiche bei raus.
Das muss man noch überarbeiten, nochmal auf einen neuen Stand bringen. Und aber so ein paar Sachen kann man halt schon damit machen. Also jetzt zum Beispiel auch den Trail ändern. Ja, also kann jetzt hier sein, dass es, wie gesagt, meiner Bastelversion nicht geht. Ja, da kommen so ganz lustige Meldungen hier. Also es ist möglich, dass es hier jetzt in meiner Version nicht geht, aber es sollte euch funktionieren. Mal gucken. Hat auch irgendwie Autotrading, hat er auch keine Lust hier drauf, oder? Ah, doch. Ja, geht jetzt hier trotzdem nicht. Sollte aber, wie gesagt, bei euch funktionieren. Weil hier matcht es halt nicht jetzt wahrscheinlich von der Version her, von der Automation. Das kann halt sein. So, wo kann ich den einstellen? Wen? Ja, das haben wir geklärt, das war das mit dem Thread. Okay. Ist es möglich, dass der Betrag für Take Profit und diese was, Fahne angezeigt wird? Verstehe ich jetzt nicht. Der Betrag bei Stop Loss und Take Profit Fahne. Also ist damit irgendwie eine Tooltip gemeint? Also sowas hier. Soll das die Fahne sein? Das nennt man Tooltip, das Ding, oder heißt das auf Deutsch wirklich Fahne? Ich kenne es nur als Tooltip. Ich denke, das ist das gemeint, ja. Ja, okay. Ja, könnte man irgendwie. Ja, also hier ist es ja angezeigt, auf jeden Fall, klar. Könnte man tatsächlich mal hinzufügen. Werde ich mir mal notieren, auf jeden Fall. Also, dass halt hier entsprechend ja dann das CRV ja dann sozusagen angezeigt wird, ne? Das ist ja damit dann gemeint. Woran kann das liegen, dass der Stereo Trader nicht mehr automatisch startet, wenn ich ein neues Chartfenster dass das Chartfenster vielleicht zu klein ist? Also Matthias fragt es hier, hast du mal geguckt? Weil generell, wenn der Stereo Trader geladen wird, erscheint er hier oben, gibt es ja so einen kleinen Smiley. Hier sieht man den jetzt nicht, aber wenn ich das hier ausblende, sieht man das ja. Solange da oben Stereo Trader steht, ist der auch geladen. Und es Ich kann aber sein, glaube, dass das Fenster. der meinte das Default-Template, also dass man, wenn man einen Chart öffnet, ganz neu, dass der Stereo Trader direkt mit schon dabei ist. Naja, nee, ist auch praktisch, wenn es das nicht mehr automatisch startet, wenn ich ein neues Chartfenster aufmache. Also wenn das, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder das Chartfenster ist zu klein, und die andere Möglichkeit ist, das Default-Template ist nicht mehr da. Oder wurde abgeändert, zum Beispiel, kann sein. Und ja, mir fällt mir das da erstmal nicht dazu ein. Okay. Also vielleicht ganz kurz, falls der Teilnehmer das meint mit Default Template, dann einfach Vorlage nochmal neu speichern, als Default dann entsprechend eingeben und Ja. speichern, wenn das gemeint ist, ne? Ja. Aber ich sag mal, also die Vorlage speichern mit dem Stereo Trader drin ist immer ein bisschen riskant, weil der MetaTrader schreibt da so viel Unsinn rein, den kein Mensch braucht. Und das führt auf jeden Fall, also würde ich jetzt das hier als Default TPL abspeichern, ja, und damit in Zukunft arbeiten, würden sich die Ladezeiten, also bis der Stereo Trader dann geladen ist, das wird sich eher verfünf- bis verzehnfachen, weil er halt eben so viel Unsinn in der Datei nachher drinsteht. Und dann lieber tatsächlich neu installieren und die Default TPL überschreiben lassen, weil die ist auf jeden Fall sauber. Und da steht nicht irgendwas drin, was sowieso nicht gebraucht wird. Das wäre auf jeden Fall dann die bessere Variante. Also falls man die Default TPL ausnahmsweise aus Versehen mal gelöscht hat, ist es wirklich besser, dann neu zu installieren. Weil es passiert ja nichts, wird ja nichts überschrieben, also außer halt eben so eine Default TPL, der Stereo Trader selbst, aber Einstellungen und so weiter, das bleibt ja alles erhalten. Ja, dann Okay. haben wir alles soweit bis jetzt. Dann haben wir es, ne? Genau. Jo, ist auch ziemlich genau eine Stunde, ist ja hervorragend. Passt von der Das war Zeit sehr super. gut. Wir haben, eine Frage ist noch reingekommen. Die 5 Minuten haben wir noch. Welche denn noch? Da ist noch eine Ganz am Frage. Ende? Ich habe gerade das Add-on erneut geladen und installiert, aber bei mir wird der Skype-Agent im Navigator nicht angezeigt. Dann ist das nicht installiert. Also wenn er installiert ist, dann ist es auch da. Weil ich weiß nicht, welches Add-on da geladen wurde, aber das ist definitiv Bestandteil
vom Add-on Pack 1 und von der Stereotrader API. Auf jeden Fall ist es da drin. Und es gibt ja mehrere Add-ons. Es gibt ja noch dieses S-Series gibt es ja noch und ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas? Und also das ist auf jeden Fall dabei. Ja, ich habe jetzt auch Bin nochmal ich mir geguckt bei ganz, ganz mir. sicher. Scalp Agent ist drin. Ja, unter Tools. StereoTrader Tools und dann Scalp Agent. Ja. Ist auf jeden Fall da. Also hier in der Hierarchie, wie der Nelson gerade gesagt hat, Indikatoren, Stereotrader und dann Tools. Muss da sein. Ja, gut. Prima. Dann super Webinar heute. Haben wir zwei Tricks erfahren und noch eine kleine Ankündigung. Aber dass das was Neues kommt. Und ansonsten natürlich die Fragen beantwortet. Ich hoffe, das war auch soweit zufriedenstellend. Gerne immer ein Feedback, ob das dieses Format so bei Ihnen ankommt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Teilnahme, selbstverständlich für die dass Sie aktiv dann die Fragen gestellt haben. Und Dirk, dir natürlich auch ein Dankeschön für das Webinar heute. Und natürlich Ja, jetzt wo allen. die Sonne weg ist, ne? Ja, wir müssen das mal irgendwie mal timen, damit das mit dem Wetter nochmal. Naja, als der letzte Sommerabend dieses Jahres, ne, Ja. haben jetzt Halli hier vor der Kiste gesessen und ja, Dr. Sommerprobleme gewälzt. Aber gut. Dann allen noch einen schönen Abend. Dirk, dir natürlich auch. Du hast das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch. Hoffe, ich konnte ein bisschen was weiterhelfen. Ansonsten gibt es ja nach wie vor den Support und auch die Stereotrader Gruppe bei Facebook. Und ansonsten steht ja ohnehin auch noch das ein oder andere Webinar hier definitiv an in Zukunft. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Tschüss.